Hast du ein Bankkonto Säure 3a bei einer Bank, also Lebensversicherung 3a, dann wird es Zeit, dass wir das zusammen unbedingt ändern. Hallo zusammen, da ist Christian von easyinsurance.ch. Freut mich, bist du heute wieder dabei. Zum Thema Bankkonto Lebensversicherung 3a. Ich weiss, es gibt viele von euch, und ich weiss das aus persönlicher Erfahrung, wenn ich Steuererklärungen ab und zu von meinen Kunden anschauen oder machen darf, ihr habt ein Konto Lebensversicherung 3a bei der Bank. Und alle sagen mir, das ist super, ich muss entsprechend ja nur einzahlen oder ich muss vielleicht gar nicht einzahlen. Absolut, das ist ein Vorteil von einem Bankkonto, Freizügigkeit 3a Lebensversicherung. Aber hast du gewusst, dass dein Konto auf der Bank 3a gar keinen Zins hat? Oder vielleicht von 0,1 bis 0,2% hat und dir das eigentlich auf die Dauer gar nicht viel bringt. Darum möchte ich dir da einen Tipp geben, wie du das vielleicht ein bisschen besser kannst anlegen und immer noch die Flexibilität hast von einem Bankkonto. Und zwar gibt es die sogenannte Anlage in 3A-Fonds. Es gibt dort zwei Möglichkeiten, die ich dir da möchte vorstellen. Wir schwätzen immer noch von einem Lebensversicherungsprodukt 3a Bankenlösung, nicht Versicherungslösung. Einerseits gibt es den aktiven Fonds, den man das anlegen kann. Und zwar ist das so, dass dann dein Guthaben, das auf dem 3a-Konto ist, aktiv verwaltet wird. Das heisst, es gibt einen höheren Zins oder eben eine Rendite. Negativpunkt in dem aktiven Fondsprodukt ist eigentlich, dass die Kosten natürlich relativ bisschen höher sind vom Fondsmanagement, weil dein Fonds oder dein Geld logischerweise aktiv gemanagt wird. Aber positiv finde ich wiederum, wenn der Fonds ja aktiv gemanagt wird, sollte eigentlich die Kosten, die du hast für das Fondsmanagement, entsprechend wieder eingeholt werden und dann hast du eine schöne Gewinnzinsrendite drauf. Die zweite Lösung, die es gibt, ist ein passiver Fonds. Man redet hier von ETF-Fonds. Die sind weniger aktiv gemanagt, weil die schon im Prinzip vorgegeben sind. Du hast aber dort den Vorteil, dass du natürlich einen kleineren Satz an Kosten fürs Fondsmanagement hast. Entsprechend ist natürlich die Rendite ein bisschen höher. Allerdings ist es dort halt so, dass nur von gewissen Anlagestrategien, wenn die halt vorgegeben sind, kannst profitieren. Und dort ist dann die Rendite natürlich nicht so hoch wie bei einem aktiven Fonds. Also aktiv oder passiver Fonds, es ist deine Wahl, aber mach mir ein bisschen gut einen Gefallen. Gang weg von einem normalen Bankspar 3a-Konto mit einem Zinssatz von 9 bis 0,2 zu einem Fondssparplan 3a, weil das ist mehr nachhaltiger. Und wenn du das nicht machst, dann musst du dir effektiv überlegen, ob du dein Geld nicht unter das Bettkissen tust, weil es ist sicherer. Vergiss nicht das Thema Negativzinsen bei den Banken. Das heisst, absolut dort wirst du in Zukunft wahrscheinlich gar keinen Zins mehr haben. Oder du nimmst als weitere Option das Thema Sachwertdepot auf in deine Kanäle. Rein. Zu dem gibt es auch ein Video. Aber 3A-Konto, Bank, reinsparen, absolut nicht empfehlenswert. Was machst du für Erfahrungen? Was hast du für Konten? Bist du gleicher Meinung mit mir? Oder sagst du, nein, jetzt, ich habe Unrecht? Würde mich sehr freuen. Gib mir doch ein Feedback. Lass uns diskutieren und austauschen. Oder vielleicht hast du eine tolle alternative Anlagemöglichkeit in dem Thema Lebensversicherung 3a. Würde mich freuen. Sonst bitte liken, kommentieren, feedbacken. In dem Sinn, bis easyinsurance.ch und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.